Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme hier bei Twin Saga. Ja, wir haben in der letzten Aufnahme hier aufgehört, vor Drachenruh. Und das ist ein Zeichen. Ich glaube, das Schicksal will, dass wir hier reingehen und uns den Dungeon mal kurz anschauen. Wir haben immer noch den 16. Juni, ja, einen Samstag. Und ja, ich habe leider Arcadia Park verpasst, aber der nächste findet bald statt. Nochmal kurz schauen. Ja, der findet in 14 Minuten statt. Könnte also noch in dieser Aufnahme passieren. Und ja. Dann schaue ich mal kurz hier rein. Wir können es nur einmal machen. Drachenruh. Oh Gott. Schlimme Erinnerungen kommen jetzt hier hoch. Das sieht wie das Labor aus. Das Vorgeso-Labor. Was ist das? Scheint kein Feind zu sein. Drachengeneral Oliver. Okay, der fordert uns heraus und läuft weg. Ja, dramatische Musik. Okay, so stark sind wir nicht. Wir können es schaffen. Da ist, glaube ich, Nabulat ein bisschen schwerer. Aufpassen, dass ich nicht übersteuere. Ich habe das Mikrofon ein bisschen weiter weggezogen. Jetzt bin ich, glaube ich, zu leise, ne? So ist vielleicht besser. Ich hoffe doch. Ja, ich laufe mal weiter. So. So, man versteht mich. Wieder sehr laut, wie es aussieht. Und meine Gesundheit sieht auch nicht gerade sehr gut aus. Ich glaube, wir sind noch im Kampfmodus. Ah, okay, deswegen. Achso, wir müssen das, glaube ich, in einem Rutsch schaffen. Bis ganz hinein. Ja. Sonst können wir nicht. Ja. Ja, da muss man natürlich vorher wissen, ne? Sonst wäre ich einfach, ja, ich wäre dann einfach, ich hätte mich ein bisschen beeilt sonst. Kontrollpunkt. So. Da hinten steht der General Oliver. Okay, jetzt sind wir nicht im Kampfmodus. Komisch. So.
Boah, ist das stark. Da muss ich ein bisschen mehr aufpassen. Ja. Was befindet sich eigentlich hinter der Barriere? Boah. Ob wir das schaffen, ich weiß nicht. Drachenrohr also. Boah, sieht schon beeindruckend aus, ne? Mit den zwei Statuen links und rechts. Ich halte mal die Uhr an. Ah, vielleicht wegen dem. Oh Mist. Ich muss hier raus. Weg hier, weg hier. Boah, ja. Volltreffer. Ja. Noch ein letzter Versuch. Und dann, ja, muss ich hier wohl raus. Ich brauche eine Strategie. Okay, die Haltbarkeit ist noch, also ein bisschen Haltbarkeit ist noch da. Boah, der macht echt 10.000 Schaden. Ich muss hier raus. Ah, dieser grüne Strudel sieht nicht gesund aus. Okay, das wird nichts. Der ist zu stark. Der kann uns mit 4 Schlägen oder weniger oder ja, ungefähr 4 Schläge K.O. schlagen. Ja, das hat keinen Sinn. Da ist unsere Verteidigung nicht hoch genug. Ich muss später wiederkommen. Wir sehen uns noch. In Twin Saga erhältst du Treuepunkte beim Aufleveln, Erreichen von Erfolgen, Besiegen einer bestimmten Anzahl von Monstern etc. Sehr interessant. Dann auf dem Karawandel, dann halten wir nach Schicksalsreisen Ausschau. Während wir unterwegs zur Galactusküste sind. Ne? Da sind Wildpflanzen. Hier haben wir Amnesiahafen. Haben wir hier ein paar Schicksalsreisen. Hier fand eine Tragödie statt. Jock, Ruhe und Frieden. Ich hoffe, ich kriege noch diesen alten Mann, beziehungsweise den Wesen, der in diesem alten Mann steckt. Klingt ein bisschen falsch, aber das ist nun mal so. Ja. Ah, da hinten ist eine Schicksalsreise. Schön hinter diesen Bäumen versteckt. A new adventure? Let's check it out. Ein Stück voraus siehst du Harold mit einer Elbin sitzen. Was ist passiert? Als du dich Harold näherst, hörst du, dass er mit der Elbin spricht. Es tut mir leid, ich kann es nicht glauben. Darf ich nach deinem Namen fragen? Wer genau bist du? Mein Name ist Sadie. Ich wohne hier. Nee. Ja, komm, wir melden uns nicht an, weil das irgendwie nicht geht. Ja, ja. Mein Name ist Sadie. Ich wohne hier in der Nähe. Endlich bist du gekommen. Darf ich fragen, wieso ich dich seit
die ich nach dem Mörder meines Vaters suche, in meinen Träumen sehe? Okay, ich habe kurz mein Mikro justiert. Ja. Wer ist das? Fragt Sadie und zeigt auf dich. Oh, das ist Jack D., ein Freund von mir, der mir ebenfalls bei der Suche nach dem Mörder meines Vaters geholfen hat. Sadie, du kennst Harold? Warum? Geht das nicht? Ich klicke, aber da tut sich nichts. Ein Moment. So, jetzt. Harold hat keine Ahnung, welches Schicksal ihn erwartet. Dein Ziel mag sein, deinen Vater zu rächen, aber... Sadie, zögern, weg dein Misstrauen. Aber von dort gibt es keine Rückkehr. Du solltest vorsichtig entscheiden, dann wird dir die Rettung... es tut mir leid, ich habe schon zu viel gesagt. Wir müssen ins Dorf zurückkehren. Mein Vater wird sehr froh sein, dich zu sehen. Lass uns aufbrechen, ich werde euch führen. Ihr folgt der Elben, die sich Sadie nennt, zurück zu ihrem Dorf. Geh ins Dorf und sprich mit Sadies Vater. Geh in Sadies Heimatdorf. Als ihr euch dem Dorf nähert, hält Sadie plötzlich an. Irgendwas stimmt nicht. Es ist zu still. Wir dürfen nicht weitergehen. Das Dorf dürfte um die Zeit nicht so ruhig sein. Irgendwas muss passiert sein. Ich sehe nach. Ihr beiden wartet hier. Ich kenne geheime Wege ins Dorf, also macht euch keine Sorgen um mich. Wartet hier. Sadie verschwindet im Wald. Wir sollen also nur hier stehen und nichts tun? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, alles, was Sadie gerade gesagt hat. Was zur Hölle geht da vor sich? Ich dachte, das würde leicht, aber warum wird es stattdessen schwerer und schwerer? Es sei denn, ich hätte mich nie auf die Suche nach dem Mörder meines Vaters machen sollen. Während du mit Harold sprichst, kommt Sadie zu euch zurückgerannt. Nein, nein. Es ist... Was? Nein, nein. Es ist niemand mehr da. Ich kann niemanden im Dorf finden. Mein Vater ist allerdings um die Zeit sowieso meist nicht im Dorf, sondern betet beim Altar für den Segen der Götter. Lasst uns sofort zum Altar gehen. Zu dritt macht ihr euch auf den Weg zum Altar, ratlos darüber, was passiert sein könnte. Oh, ich habe eine schlimme Vorahnung. Alle Dorfbewohner sind verschwunden. Was ist geschehen? Ich hoffe, dass es nur wenn am Sonntag immer mehrere Christen zur Kirche gehen. Ah, wie nennt man das nochmal? Ah, ich hab's. Das liegt mir auf der Zunge, aber. Ihr wisst, was ich meine. Als ihr euch dem Altar nähert, seht ihr einen alten Mann auf dem Weg liegen. Er sieht aus, als ob er Schmerzen hat. Vater, bist du verletzt? Was ist passiert? Sadie, ich bin froh, dass du es geschafft hast. Es war der gefallene Engel. Vater, ich habe den Auserwählten gefunden. Sie? Den Auserwählten? Gut, es ist noch Zeit, dir das hier zu geben. Der alte Mann reicht Harold eine kleine Kiste und sinkt dann tot in sich zusammen. Nein! Vater! What do you think? Was ist in der Kiste? Harold, vielleicht möchtest du Sadie trösten. Ich glaube, das ist ja in dieser Situation am besten. Das können wir vielleicht später noch gucken. Ja, Harold, vielleicht möchtest du Sadie trösten. Alter, was ist denn hier? Ist da wieder was mit der Verbindung? Yep, die Verbindung. Ja, wir sehen uns gleich nach einer kleinen Unterbrechung wieder.